Hier sehen Sie ein wildes Nick. Es kommt aus dem Wald gestampft. Oh, ich glaube, ich check das noch nicht ganz dann. Wie ich das muss ich ja, weil, sozusagen guck mal. Muss ich rückwärts laufen und so machen? Mhm. Deswegen musst du so krass auf mich. Take it till you make it. Oh, mein Lockenschopf. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig professionell hier. Tada! Kann ganz schön singen, oder? So, das sind die sogenannten Beckentürme. Das wusste ich natürlich auch schon, bevor Nick mir das erzählt hat. Und die Beckentürme... Jetzt machen wir die Kamera am besten aus. Okay. Cool Slow-Mo. Coole Slow-Mo, Nick. Cool. Ja. Yeah. Es ist so schwierig, auf allen Kameras gleichzeitig zu sein. Aber du kriegst das ganz gut hin. Was? Okay, wir haben hier tatkräftige Unterstützung. Einmal von Maxi, die einmal die Kamera... Was? Ich filme in... Wir haben hier tatkräftige Unterstützung. Maxi hat die Kameraführung übernommen für eine wichtige Szene. Ja, Lea übertreibt wieder. Ich habe gar nichts gemacht eigentlich. Die wichtigste. Wichtigste. Und Fifi ist da und supportet uns. Fifi. Jetzt habe ich immer so einen Hund. Und wir gehen jetzt noch in den Café, I guess. Yay! Yay! Starby! Da ist das Zeug noch. Ja, du bist natürlich ein Vlogger. Ich mache jetzt etwas komplett Verrücktes. Vielleicht ist das hier die letzte Aufzeichnung von Lea, Brigitte, Margret. Lebendig. Falls dem so ist, Leute, ich liebe euch alle. Vielen Dank, dass ihr meinen Weg so lange begleitet habt. Ich hatte es ins Medizinstudium geschafft. Auf jeden Fall gehe ich jetzt feiern nach Köln mit zwei Typen, die ich gerade auf Jodel kennengelernt habe. Also de facto Fremden. Und ich kann nicht glauben, dass ich das mache, aber ich mache es einfach. Because I feel like it. Studentenlife und so. Also Leute, falls das die letzte Aufnahme war, Kuss geht raus. Da bin ich wieder. Ich lebe noch. Ich gehe jetzt schlafen. Wir haben jetzt 6:15. Und ich glaube, 10 muss ich in der Uni sein. Studentenleben. Dö. Also ihr steht jetzt offensichtlich auf meiner Wäsche, aber egal. Hallo, ich habe mich ewig nicht mehr gemeldet. Heute haben wir Donnerstag, den 10.11., also einen Tag vor Karnevalbeginn. Ich war gerade einkaufen und komme sozusagen frisch vom ersten Physik-Tutorium, das ich hier hatte. Letzte Woche hatten wir ein Physik-Praktikum und ein Tutorium ist aber eher so wie in der Schule, könnte man sagen. Ich gucke nur gerade mal, ob hier alles scharf ist. Ja, sieht gut aus. Also es ist wirklich, man hockt dann da drin und es ist wirklich, als wäre man eine Klasse und hat halt da sein... Ja, Physik, Lehrer, natürlich ist es ein Tutor und oh mein Gott, dieser Tutor, der ist so witzig, so sympathisch, so cool. Really, also der hat einfach die geilste Lache. Der hat so eine witzige Lache. Oh, es war echt so funny, weil jedes Mal, wenn der gelacht hat, muss dann irgendwie gefühlt der halbe Raum mitlachen, weil es so witzig war. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht die krasseste in Physik. Also gar nicht. Ich habe es ja auch abgewählt für die Oberstufe.
Da hatte ich ja dann nur noch Chemie und Biologie. Und ich war aber so stolz auf mich, weil ich die Aufgaben doch relativ gut hinbekommen habe. Vor allen Dingen dieses, dass man darauf achten muss, dass die Einheiten passen und so weiter. Das hat richtig gut geklappt und ich bin jetzt so stolz auf mich, dass ich anscheinend so viel aus diesem einen Jahr Einführungsklasse Physik mitgenommen habe. Und meine Gruppe war auch richtig cool. Also, like, they were so cool. Richtig coole Gruppe. Die waren alle so nett und so sympathisch und es war einfach richtig witzig. Ich sag's mal so grundlegend, wir waren alle ein bisschen verzweifelt, was Physik angeht, weil wir gefühlt alle nicht wirklich einen Plan hatten, aber irgendwie wusste doch jeder irgendwie mal zu irgendwas was zu sagen und am Ende haben wir es dahin bekommen. Und ich bin sehr stolz auf uns. Und es war jetzt wirklich, ihr könnt, also ohne Müll, ihr könnt euch nicht vorstellen, nachdem letzte Woche dieses Physikpraktikum für mich nicht so geil war, also es war wirklich, I don't know, es war nicht funny, okay? Bin ich so happy, dass es dieses Mal wirklich viel Spaß gemacht hat und ich bin jetzt viel motivierter, ja, mich da überhaupt dran zu setzen, weil ich weiß, okay, man kann Erfolge erzielen, wenn man genau guckt und ein bisschen drüber nachdenkt. I'm very happy. So, jetzt packe ich hier mal mein Zeug aus und esse erstmal was. Look what Maxi lent me. Ja, die liebe Maximiliane. Quatsch. Ich find's immer witzig. Okay. Das checkt jetzt halt auch keiner, der die Videos so von Esther und Maxi nicht guckt. Aber egal. Die liebe Maximal Unnötig hat mir dieses Buch hier ausgeliehen. Sie hat darüber ja auch schon so eine Review sozusagen gemacht. Ich bin eine sehr langsame Leserin und ich lese jetzt seit, ich glaube, 2 Tagen daran, bin jetzt auf Seite 44 und ich finde das Buch sehr cool. Also meistens lese ich, wenn ich im Bus sitze und die Busfahrt ist ja nicht so lang, aber also ich muss sagen, das zieht einen wirklich in seinen Bann, dieses Buch, und ich habe auch richtig Bock weiterzulesen. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Kennt ihr das? Bock habe ich jetzt nicht joggen zu gehen, aber ich will auch nicht total unsportlich und scheiße fett werden. Was laber ich hier, Junge? Okay, let's go. Hallo Leute, wir haben Freitag, den 11.11. Alaaf! Und ich sitze hier an meinem Schreibtisch, denn ich habe viele Vorlesungen nachzuarbeiten. Ich will ehrlich mit euch sein, so ehrlich wie es sein kann, ohne dass ich zu viel in die Welt hinaustrage. Ich hatte diese Woche keine gute Woche. Also ich sag's nur so, ich war froh, dass ich die Pflichttermine wahrnehmen konnte, die ich wahrnehmen musste. Also Pflichttermine habe ich alle durchgezogen, aber jetzt so die Vorlesungen, da war ich halt gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt einige Vorlesungen nacharbeiten, also sowieso, aber grundsätzlich, ich meine, man muss ja auch nacharbeiten, wenn man dort war, aber ich versuche einfach keinen Mental Breakdown darüber zu bekommen, dass ich jetzt nicht dort gewesen bin, denn es war einfach nicht möglich, es ist manchmal so, ja, ich will jetzt nicht genau darüber reden, was passiert ist, aber es war jetzt einfach mental ein bisschen schwierig für mich und ja. Ich hoffe, wir können das so stehen lassen. It wasn't easy, aber ich jetzt sitze ich hier und bin bereit und lege jetzt einfach mal los. Wie gesagt, es ist Freitag, es ist, ja, das Wochenende liegt vor mir. Ich kann relativ entspannt einfach mal gucken, was so abgeht. Und wenn ich das getan habe, werde ich wahrscheinlich mir denken, fuck, ich bin im Medizinstudium und habe irgendwie gefühlt eine ganze Woche nichts gemacht. Wir machen uns jetzt keinen Stress, wir bleiben ganz entspannt und ich lege jetzt mal los. Stimmt, wir haben gar nichts von unserem Schiff gedreht. Schade.
So, Lea. Wo sind wir gerade? Am Dreiländereck. Niederlande, Belgien und Deutschland. Ich bin's.